Und herzlich willkommen zur Folge 127. So, jetzt ist es richtig, denn davor die Folge habe ich nochmal für 125 angekündigt, was leider nicht mehr so ist. Und das war sozusagen schon die zweite Folge am 13.12. Und da habe ich da leider nicht aufgepasst, habe nicht genau hingeguckt, dann ist das so passiert. Jetzt haben wir zweimal mit Ansprechen auf 125, ist ja auch nicht so wild. So, was ich euch zeigen wollte mit den Gartenscheren, können wir hier später hier diese ja, diese Blätter abbauen. Hier wegen ist es ein bisschen schlecht angezeichnet bei den anderen Bäumen. Da müssen wir immer genau drüber schauen, welche davon halt ja wie bestäubt worden sind. Die kann man nicht so ganz gut entscheiden. Es ging bei irgendeinem anderen Texture Pack ging das ein bisschen besser. Dann war da so gelbe Punkte. Da muss ich mal schauen, dass ich das nochmal irgendwie umgeändert bekomme. Vielleicht muss ich vielleicht darauf verzichten, dass ich irgendwelche anderen Texture Packs wieder nicht so hundertprozentig habe, wie ich es gerne haben möchte, aber das ist ja auch nicht schlimm. Hier bei der Fichte sieht man es schön, da ist das umgewandelt, da ist es ein bisschen dunkler, da kann man genau ein bisschen drauf achten. So, dann habe ich hier so eine Bahn lang gelegt, wo halt jeweils schon mal diese 3x3 Container sind, wo später die größeren Bienenhäuser reinpassen. Jetzt habe ich in der Zeit hier schon mal die ganzen Bienenstöcke hier so hingesetzt, sprich mit einer Steinpipe da unten, wo die Kiste ist. Zwei Insert-Pipes, Insertion-Pipe, so wieder Insertions-Pipe, ja, Wayne. Die kontrollieren halt, ob hier was drin ist und wenn es nicht drin ist, dann kommt es halt in die Kiste rein, sprich, der kann ja hier keinen Honig reinpacken hier unten rein, damit die kreuzen können, sondern der schmeißt dann den Honig bzw. den Zucker und die Waben hier rein. Mit pulsierende Gatter dran. Läuft jetzt überall so. Hier habe ich. Ja, hier sind die Wiesingbienen drinne. Ich glaube, ich habe immer so parallel geordnet. Ah, nee, hier sind nur die Wokis, genau. Da wollte ich ja so ein bisschen die Wokicoms machen. Für was weiß ich auch noch nicht. Hier sind gemeine Drohnen drinne. Hier kultivierte. Hier sind auch nochmal kultivierte. Oh. Der hat kein Sonnenlicht. Da müsst ihr auch mal drauf aufpassen. Wenn er kein Sonnenlicht hat, dann machen die nichts. Gut, dass wir kontrolliert haben. Die sind aber alle gut hier drunter. Hier sind nochmal gemeine Bienen drinne. Ja, zweimal gemein, zweimal kultiviert, dass ich halt wieder kreuzen kann. Und hier vorne müssten ja auch noch Bienen sein. Warte mal, da waren glaube ich auch noch welche drin, wenn ich mich nicht vertue. Genau, hier sind nochmal wiesige Bienen. Das ist natürlich eine andere Zuchtart. Hier sind waldige Bienen, die ich so wieder neu kreuzen musste, weil ich habe keine waldigen gehabt. Hier sind schon eine dritte Generation, und zwar einmal die noblen. Und glaube ich ganz hinten sind die majestätischen Bienen. Ja, die werde ich auch mal einfach mal auf Stackweise was machen, damit ich halt, wenn ich eine Drohne habe, beziehungsweise eine Königin, die mir nicht passt, dass ich die umwandle. So, jetzt haben wir noch ein paar komische Bienen hier, die werde ich mal analysieren. Das ist ein Hybrid. Das ist ein Hybrid. Das wird auch nur Hybrid sein, ne? Jupp, da habe ich nämlich auch eine passende. Warte mal, ist das hier? Genau. Na, die passen nicht so drauf. Das heißt, die können ja irgendwo hier zwischengesetzt werden. Hier sind noch so edle Bienen, die auf Nacht aktiv sind, mit Tag aktiv gekreuzt. Dann habe ich hier so kultivierte und edle Drohnen, so ein bisschen was gemischtes. Warte mal, die kann dahin. Hier so kultivierte und gemeine Drohnen gemischt, die oben sind, die ich nicht erforscht habe, die mir einfach nur da reingeschmissen haben. Die kommen auch später in den Recycler rein. Und so, ja, nochmal so was gemischtes hier durch waldige und wiesige Drohnen so durcheinander gemischt. Dann habe ich ein bisschen meinen Weg hier erweitert mit Gravel. Den muss ich mir hart erkämpfen, weil ich habe natürlich einen Drill mit Glück und habe mir natürlich einen zweiten Drill gecraftet, wo nichts drauf ist, dass ich halt das Gravel ein bisschen besser abbauen kann. Das, wie gesagt, das läuft hier weiter so und dann habe ich hier hinten, ja, da können wir ein bisschen Licht hier machen. Ich habe sowieso noch keine Monster an. Schon mal was ausgehoben. Mit Stein ein bisschen ausgekleidet. Hier kommt später die Schleuderei drauf, die dann hier unten mit Schienen lang führt, hier drum und hier wieder hoch geht, dass sie halt direkt auf diese Bahnschienen weitergeleitet wird. Die Bahnschiene seht ihr jetzt so knapp auf der Karte, die geht jetzt hinten am Obsidian-Tor durch. Hier so als S-Form hier wieder so lang, dass wir einmal diese Strecke abgeschnitten haben. Und wir dann da irgendwo landen. Da in dem Abteil hier. Irgendwo hier vielleicht. Oder es fällt vielleicht wieder im Kreis, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, das wäre erstmal dazu. Jetzt werden wir ein bisschen hier mit der
Gartenschere umkloppen. Mal schauen, was wir so für Bäume hier bekommen. Was haben wir hier? Apple Oak. Ja, das ist jetzt natürlich klar. Jetzt werden das Silver Bench und Apple Oak. Da sind jetzt nicht mehr die, sag mal schnell, die Eichensitzlinge und sowas. Das sind jetzt natürlich andere. Was haben wir hier? Red Spruce. Das ist Silverbird. Bierkiste. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier vielleicht. Da ist einer. Ist aber auch kein neuer. Das war aber noch. Ne, das ist auch kein neuer gewesen. Okay. Mal schauen. Da ist noch was. Da, da, da. Aber sonst scheint hier nichts mehr zu sein, ne? Dann hüpfen wir mal eine runter. Jupp. Aber sonst hier ist wirklich noch nichts so. Das war aber, das dauert halt im Moment immer. Das ist so 10%ige Chance immer überall. Ah, die Gartenscheren können jetzt so kaputt gemacht werden. Geil. Das heißt, ein Setzling kommt immer noch raus. Ja, sonst war das mal so, dass der Setzling dann kaputt gegangen ist. Das war halt immer blöd, dass man so tausend von diesen Gartenscheren machen musste. Ne, das sind alles nur Apple Oaks. Da ist einer. Ich glaube, da muss ich jetzt einmal hier überall lang schauen. Dass sich vielleicht irgendwas findet. Apple Oak. Ne, nochmal Apple Oak. Apple Oak. Nö, nö, nö. Hier. Oh, was ist das? Ne, auch nicht. Ich glaube, danach kommt Silverlime oder so, ne? Wenn ich mich nicht recht entsinne, kommt das Silverlime später raus. Ja. Oh, da ist ein neuer. Da ist es Silverlime. Jawohl. Und den müssen wir jetzt gut aufbewahren. Sprich, das werde ich jetzt so machen. Die können eigentlich in so einen separaten, in so eine separate Kiste rein und können hier eigentlich durchgepfeffert werden, oder? Okay, hier ist er gerade am Weizmann. Oh, da hat er viel rausgeholt. Holt er denn säckweise raus? Nein. Was ich glaube ist, der Tank ist voll. Ich glaube, der Tank ist voll. Da müssen wir auch mit dem Stiller anfangen. Jupp, da ist der Tank voll. Oh. Hier war ein bisschen dunkel. Ich muss mal wieder ein paar Fackeln holen. Ich habe nicht so viele Fackeln in der letzten Zeit alles verbraucht. Da musste ich wieder welche hier nachmachen mit Holzkohle. Also es geht schnell weg. Ah, der ist voll. Krass. Ich habe den ja, wie gesagt, immer so beim Laufen lassen immer hier. Samenkernöl kommt auch ab und zu rein. Da werde ich auch noch was ändern. Da kommt das mit Melonen und so weiter auch noch hin. Mit Melonen und Kürbissamen. Die dann hier durchgepfeffert werden. Die kommen dann irgendwie hier hinter oder so. Oder hier irgendwie neben oder hier an der Seite. Denn die brauchen ja eigentlich nur reinfüllen und einfach nur alles rein. Wenn ich da ein paar Samen habe, einfach direkt reingeschmissen. Da werde ich natürlich den Stack immer beibehalten bei mir irgendwo in der Ecke oder so. Aber dass es das hier ist, ist krass. Ja, dann werde ich hier vielleicht noch eine Pipe dran setzen hier. Sprich, einer, der entleert. An dieser Stelle hier. Und die dann da reinpumpt. Ja, das könnte man machen. Die müsste ich natürlich rauspumpen. Das heißt, ich bräuchte jetzt wieder irgendwie eine goldene Chest oder eine Diamant-Chest wäre natürlich auch gut. Ist denn hier eine vorne frei? Ja, da können wir diese Bäume erstmal reinschmeißen hier. Denn die sind jetzt eigentlich unnötig. Vielleicht ist da einer bei, der groß ist oder so. Da müssen wir vielleicht mal durchgehen. Können wir mal machen. Müssen wir aber nicht unbedingt. Knochenmehl. So, jetzt brauche ich mal ein paar Gartenscheren hier. Mach mal 5 Stück. Dann ist mir noch ein Rezept eingefallen. Und zwar, ja, da müsste man Bronze rausmachen. Da müsste man aber dieses Kupfer hier nehmen, was man aus Yumeta bekommt. Achso, ich wollte die Gartenscheren abholen hier. Da haben wir sie. Da können wir nämlich die restlichen aufverbrauchen. Jetzt gehe ich auf die andere Seite hier. Unsere Baumfarm ist, und dann werde ich jetzt den Silverlime mal eben abernten. Jo, da haben wir es auch, da haben wir eine super Errungenschaft bekommen. Und hier holen wir jetzt erstmal ein paar Silverlimes raus. Oh,
bräuchte ich auch die besseren Gartenscheren, die man eigentlich nur durch die Villager bekommt. Weil hier kann man nur weg 5 oder 6 wegkloppen. Und das ist ein bisschen blöd. So, ja, jetzt sind nämlich meine Dinger schon wieder weg und ich habe hier noch nicht alles fertig. Ja, das ist wie gesagt ein bisschen blöde. So, dann werde ich nämlich 1, 2 noch da hinten anpflanzen und dann werde ich die weiter rödeln lassen. Und danach kommt die nächste Überraschung. Aber erst hier eben noch ein paar Bäume anpflanzen. Einmal hier hin. Vielleicht hier noch ein. Das wird nachher ein Riesenurwald, da müsst ihr euch nachher nicht erschrecken. Da werde ich sowieso ein paar Bäume austauschen, wenn ich da nicht mehr zu was machen muss. Und dann werden die einfach ausgetauscht. Also da müsst ihr keine Angst haben, dass hier Tausende von diesen Bäumen überall sitzen. Die müssen halt, wie gesagt, nur erstmal die passende Mutation haben. Gut, dann ziehen wir uns jetzt wieder zum Bett hin. Weil das würde ich jetzt mal eben noch machen. Ach, hier so ein Fichtensitzling, ja, auch gut. Ah ne, falsche Kiste. Da rein. Hier habe ich auch noch so viel Müll drin, ne? Das kann alles weg hier. Erstmal, das kann raus. Und die anderen Sachen muss ich mal gucken. Weil ich muss auch noch ein paar Maschinen erstellen. Das machen wir gleich beim nächsten Mal. Gravel kann hier rein. Und die Silberlimes. Ja. Da hole ich mir mal eben die eine Kiste daraus. Dankeschön. Und die tun wir uns mal eben hier einfach hinsetzen. Damit wir zumindest mal eben die Stackweise irgendwie ein bisschen aufbauen können. Guti, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash Total B und tschüssen.